Covid-19 per Gesetz verbieten, das wäre eine prima Sache. Geht aber nicht. Ein Covid-19-Gesetz soll es dennoch geben. Es soll die Befugnisse des Bundesrats in der Pandemie regeln und als rechtliche Grundlage für die Hilfen an finanziell Betroffene dienen. Weil gegen das Gesetz das Referendum ergriffen wurde, wird am 13. Juni darüber abgestimmt. Eine parteipolitisch breite Allianz hat in Bern ihre Argumente für ein Ja dargelegt. John Dori Vinzenz. Ein unverzichtbarer Rettungsring für die betroffenen Branchen. Das ist das Covid-19-Gesetz nach Ansicht der Parteien von links bis rechts, von Grünen bis FDP. Bei einem Nein würde das Gesetz im Herbst auslaufen. Am 25. September wäre Schluss mit all diesen wichtigen Hilfen wie Kurzarbeitsentschädigung, Erwerbsersatzentschädigung, Härtefallhilfen für all die Zehntausenden, Hunderttausend betroffenen Angestellten, die Zehntausenden betroffenen Betriebe in der Gastronomie, in der Reise oder auch in der Veranstaltungsbranche. Und diese Konkurse, diese Arbeitslosigkeit, die müssen wir verhindern. Das ist ein Witz. Nicht mehr korrekt oder unkorrekt, sondern ein Witz. Man versucht der Bevölkerung oder der Wirtschaft Angst zu machen, oder sie bekämen kein Geld mehr. Tatsache ist, dass wenn das Covid-Gesetz wegfällt, dass die gesetzliche Grundlage wegfällt mit den Entschädigungen, die in diesem Gesetz geregelt sind. Aber das Parlament kann jederzeit im Sommer, im Juni oder dann im Herbst, im September eine gesetzliche Grundlage schaffen, um Geld auszubezahlen. Also ist kein Problem, sofort kann eine Finanzvorlage geschaffen werden, damit die Zahlungen weiterfließen. Was muss jetzt noch geschehen, damit es dazu kommen kann? In einer ersten Phase muss der Bundesrat jetzt handeln. Diese Motion ist Aufgabe des Bundesrates. Und dann das Parlament natürlich oder die entsprechenden Kommissionen müssen sofort handeln. Und das haben wir auch bewiesen. Also was ich jetzt ein Jahr lang erlebt habe, Nachtsitzungen, Sitzungen an Sonntagen, kurzfristige Einberufungen. Wir hatten die Vorlagen noch nicht und trotzdem Sitzungen. Also die Vorlagen wurden an Sitzungsbeginn verteilt, oder? Also wenn die Politik will, dann kann man und dann kann man eben auch diese Grundlage für die finanziellen Weiterzahlungen schaffen. Das haben wir jetzt bewiesen und es muss mir niemand kommen vom Parlament und vom Bundesrat und sagen, das sei jetzt nicht möglich. Von Hilfsgeldern profitieren auch Kultur, Sport und Medien. Das Covid-19-Gesetz regelt neben den Finanzhilfen auch Bestimmungen zur Gesundheitsversorgung und die Befugnisse des Bundesrats. Genau die gehen den Gegnern zu weit. Bei diesem Gesetz geht es nur um einzelne Themen, die die Pandemiebekämpfung betreffen. Es geht insbesondere um die Entschädigungen, die ich persönlich für richtig finde. Ich finde, wenn der Staat Schaden verursacht, dann muss der Staat für diesen Schaden auch aufkommen. Bedeutet aber, dass man mit Ja stimmen muss? Genau, eigentlich. bis hierhin der Argumentation. Aber man kann ja nur Ja oder Nein stimmen. Genau. Und dann hat man halt noch die anderen Aspekte, die sehr, sehr schlecht sind. Unter anderem, dass die Medien mit 120 Millionen von der Regierung überschüttet werden, dass man die Swissmedic ausgerechnet, die Swissmedic aushebeln möchte und sagt, in Krisensituationen kann der Bundesrat entscheiden, dass die Arzneimittel nicht geprüft werden. Das Contact Tracing wird obligatorisch mit diesem Gesetz, weil es soll umfassend sein. Dann kann es nicht freiwillig sein, wenn es umfassend ist. Also viele schlechte Dinge, auch dass die... Das ist eine Mischpackung. Genau, auch das, und das ist ganz wichtig. Auch dass Menschen, die nicht impfen wollen, die sich nicht impfen lassen wollen oder es nicht können, dass die entrechtet werden. Das ist in Artikel 3 drin. Aber der Bundesrat hat gesagt, Impfen ist freiwillig. Ja, genau. Er argumentiert hier auf eine geschickte Art und Weise, indem er sagt, wir binden niemanden fest und hauen ihm die Impfung rein, aber du wirst halt einfach vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Die Gegner sagen, dieses Gesetz gibt dem Bundesrat viel zu viel Macht. Das Gegenteil ist der Fall. Das zeigt ja gerade, dass gegen ein Gesetz, das in einer Krise erlassen wurde, das Referendum möglich ist. Die direktdemokratischen Mittel sind in Kraft, sind ja auch genutzt worden. Jetzt wird darüber debattiert. Der Bundesrat hat nur die Macht, die ihm das Volk gibt.
Das Referendum ergriffen hatte der Verein Freunde der Verfassung. Der bemängelt unter anderem, das Gesetz schaffe Ungleichheit, zum Beispiel indem Geimpfte von der Quarantäne ausgenommen werden. Die Befürwortenden sehen darin kein Problem. Wer nicht geimpft ist, soll nicht diskriminiert werden, aber es ist eine gesundheitliche Frage, ob man dann in Quarantäne muss oder nicht, wenn man andere schützen sollte oder nicht. Wer geimpft ist, hat ganz klar auch einen Teil gemacht, um diese Pandemie so rasch als möglich zu beenden und andere Menschen nicht zu gefährden. Aber schauen Sie, BioNTech ist jetzt der Impfstoff, der am ersten verimpft wird. Und welche Fakten haben wir zu diesem Impfstoff? Das, was ja das kritische Ziel der Impfung ist, ist, in Risikogruppen schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern. Das ist nicht belegt. Das Einzige, was belegt ist, ist, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit Symptome verhindern kann, also den symptomatischen Verlauf. Zu einer Immunität bei asymptomatischen gibt die Firma überhaupt keinen Kommentar ab. Und sie sagen, es ist nach der derzeitigen Datenlage unwahrscheinlich, dass schwere Verläufe verhindert werden können und sehr unwahrscheinlich, dass tödliche Verläufe verhindert werden können. Dann stellt sich für mich natürlich die Frage, wer ist Ziel der Impfung? Ein weiterer Punkt ist, dass wir hier ja mit einer Krankheit zu tun haben, die bei unter 70-Jährigen eine Tödlichkeit von 0,05% laut Weltgesundheitsorganisation hat. Ja? Das heißt, das wird wahrscheinlich im Bereich des normalen Sterberisikos dieser Bevölkerungsgruppe sein. Wir haben hier auch mit einer Krankheit zu tun, die im Jahr 2020 die durchschnittliche Lebenserwartung des Österreichers nicht beeinträchtigt hat. Die Leute sind nicht früher gestorben. Ja? Das heißt, die Krankheit hat keinen Einfluss auf die durchschnittliche Lebenserwartung. Und etwas, und das ist vielleicht ein ganz kritischer Punkt dabei, ist, und wo die Firma BioNTech bisher auch die Antwort schuldig geblieben ist, es wird ja in einer erbärmlichen Art und Weise, ja, von der Bundesregierung immer wieder appelliert an den Altruismus, nicht? Schau auf die anderen, schau auf dich und schau auf die anderen. Wenn du es nicht brauchst, dann tu es wenigstens für den anderen, ja? Ob die Maske dir jetzt was bringt, ist ja egal, Hauptsache der andere wird nicht angesteckt und so weiter. Und das Gleiche, die gleiche Diktion ist ja auch beim Impfstoff, wo es geheißen hat, wir brauchen, da sind die Zahlen ein bisschen auseinandergegangen, 60-65% Durchimpfungsrate zur Herstellung einer Herdenimmunität. Das darf vielleicht jemand sagen, der überhaupt keine Ahnung hat. Dann könnte man es ihm nachsehen als Unwissenheit. Ich erwarte von entscheidungsbefähigten Regierungskreisen, dass sie sich informieren und wenn sie dann so etwas sagen, ist das eine Lüge. Warum? Was bedeutet Herdenimmunität? Herdenimmunität bedeutet, dass ungeschützte Elemente der Gesellschaft dadurch geschützt werden können, indem ausreichend viele immune Personen da sind und damit eine Weiterübertragung nicht möglich ist. Kennt man auch als Ringimmunisierung und Ähnliches. Aber die Herdenimmunität, zum Beispiel bei Masern, brauchen sie eine Durchimpfungsrate und damit eine Immunität bei 95% der Bevölkerung, damit die Infektionskette abbricht. Und die nicht geimpft sind oder vielleicht auch nicht geimpft werden können, denken sie an Immunsupprimierte, Masern ist ein Lebendimpfstoff, dass die nicht gefährdet sind, mit Masern infiziert zu werden. Das geht aber nur dann, wenn ich eine sogenannte sterile Immunität erzielen kann. Das heißt, dass die Person, die geimpft ist, den Erreger nicht weitergeben kann. Keiner der derzeitig diskutierten Impfstoffe, und da kommt ja dann auch noch CureVac dazu, nicht? Und es kommt theoretisch auch noch der Impfstoff von AstraZeneca dazu, kann bisher belegen, dass eine sterile Immunität produziert. Aber es wäre möglich, oder? Nein, bisher schaut es eher so aus, also zumindest sagt das die Firmen, dass sie dazu jetzt noch keine zuverlässige Aussage machen können, ob das überhaupt funktioniert. Das heißt, Stand heute ist Impfen
reiner Egoismus. Es ist kein Altruismus. Es geht ausschließlich darum, dass die geimpfte Person geschützt ist, aber nicht darum, dass die Weitergabe des Erregers blockiert werden kann. Wenn wir jetzt wieder auf die Herdenimmunität zurückkommen, es sieht zumindest so aus, dass die natürliche Infektion schon ein Beitrag zur Herdenimmunität ist. Das heißt, die Leute, die einmal infiziert waren, scheinen die Übertragung blockieren zu können. Zumindest für eine gewisse Zeit. Das heißt, auf dieser Basis gesprochen, ist für Leute, die nicht klinisch erkranken oder nicht schwer klinisch erkranken, die Infektion auch für die Allgemeinheit die günstigere Situation als die Impfung. Das ist zumindest der aktuelle Stand des Wissens. Und das gehört auch, glaube ich, im Detail mit einem potenziellen Impfling besprochen. Das Covid-19-Gesetz unterstützen alle Parlamentsfraktionen außer der SVP, die Stimmfreigabe beschlossen hat. Über die Argumente der Gegner der Vorlage haben wir schon am 15. April berichtet. Und genau darüber werden wir am 13. Juni abstimmen können. Aber nicht nur. Ich störe mich wirklich stark daran, Herr Bundesrat Berns. Es gibt auch die Medikamente, Dass es noch so viele andere Artikel gibt, die Sie, Entschuldigung, ich habe das Gefühl, systematisch einfach wegdiskutieren wollen. Und das ist doch nicht wahr, Herr Berse. Es gibt doch den Artikel 1a, der Ihnen uneingeschränkte Macht gibt. Es gibt doch den Artikel 3a, der geimpften Personen mehr Rechte zuspricht als den Ungeimpften. Es gibt die 120 Millionen Franken für die Medien, die einen riesen Profit machten im letzten Jahr. Wo gibt es einen Artikel 1a? Es gibt den Artikel 1a im aktuellen Gesetz. Ich fordere jeden Schweizer, jede Schweizerin auf, laden Sie sich die aktuelle Version des Gesetzes herunter. Ja, Bundesrat hat eine veraltete Version ins Abstimmungsbüchlein geschrieben. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ich danke, dass Sie das ansprechen. Andrea Gmür, haben Sie einen Lieblingsfilm? Nein. Keinen? Wollen Sie noch ein bisschen überlegen? Herr Bubendorf, gibt es bei Ihnen einen Lieblingsregisseur? Ja, ich schaue sehr wenig Filme. Das Leben bietet so viel Unterhaltung genug. Wir haben hier einen Regisseur, der uns erzählt, dass er die Intensivstationen nicht überlasten möchte und sie während der Pandemie um 40% abbaut. Und ich denke, das ist Satire genug. Da brauche ich den Fernseher nicht.